Okay, super. Jetzt gibt es hier heute noch zum Dessert im Alpenhof Murnau eine wunderschöne Crêpe Suzette am Tisch des Gastes, schön gekocht. Da ist der Brenner mit Gas, die Pfanne drauf. Jetzt wird gerade der Zucker karamellisiert. Der Zucker muss schön Farbe bekommen. Ne? Klar, der Zucker muss ja erstmal flüssig werden. Ne? Ganz heiß warm. Ja. Was haben wir da an Zutaten für die Crêpe Suzette? Wir haben die Orange, Orange zum Rühren. Ja. Ungesalzene Butter. Ja, ungesalzene Butter. Und hier befindet sich dann noch Asbach, Grand Marnier und Cointreau. Haben wir alle schon fertig zusammengemischt? Was wir dann bloß dazu geben brauchen. Okay, zum Abflambieren dann. Genau. Mhm. Dann haben wir einmal Orangenfilets. Ja. Und die Crêpes. Orangenfilets und die kleinen Crêpes dann schon fertig. Schön angerichtet. Dass sie nicht noch extra auf den Kombi warten müssen, dass er endlich mal die Crêpes dann bringt. Genau. Eine Anleitung sozusagen, dann für zu Hause, wie man das Ganze zu Hause selber nachkochen kann. Allerdings braucht man dann am besten daheim einen Gasofen, damit die Flamme dann am besten überspringen kann. Auch am Herd, aber dann müsste man mit einem Feuerzeug. Genau. Jetzt ist der Zucker zerlassen. Kommt die ungesalzene Butter rein. Ist ja auch ein relativ leichtes Gericht. Ne? Ist ja auch ein relativ leichtes Gericht. Das ist ja. Und schmeckt immer gut. Ne? Mit der Orange abgelöscht. Köcheln lassen, bis es etwas sämig wird. Mhm. Dann etwas Orangensaft dazu geben. Zum Nachtischen. Das ist ja eigentlich auch ein sehr gesundes Gericht mit dem ganzen Vitamin C von Orange. Wenn man den Cognac weglässt, dann auch. Der Alkohol verdunstet ja. Okay, das Vitamin C auch, aber das ist ja egal. So. Dann kommen jetzt die Crêpes da rein. Krebs werden auseinandergefalzt, gewendet, dass sie sich schön mit dem Sud vollziehen und wieder zusammengelegt. Gut, dass die relativ klein sind, haben wir jetzt 3 pro Person gemacht. Mhm. Normalerweise haben wir immer 2, aber es sind ja auch etwas größer. Ja, okay. Wie oft geht das Gericht so bei Ihnen? Wenn es auf der Karte ist, sehr oft. Schon. Weil täglich 2 bis 3 Mal kann das fast jeder machen. Mhm. Ist es dann auch so, dass wenn es einmal einer bestellt, dann gehen die anderen Gäste im Restaurant dann auch darauf und sagen,
Das wollen wir jetzt auch bei uns haben. Das Prinzip gilt immer noch, wenn einer irgendwie was am Tisch gekocht bekommt, dann wollen die anderen das auch, oder? Richtig. Ja. Aus der Küche schon mal die Teller mit einem Eis oder Sorbet? Mit einem Eis-Vanille-Eis, hausgemachtes Vanille-Eis. Hausgemachtes Vanille-Eis. Genau. Okay. Jetzt kommen die Orangenfilets dazu. In der Küche schon im Schweiß des Angesichtes eines Koches dann filetiert. Weg vom Feuer. Jetzt kommt der schöne Alkohol drauf. Die Pfanne leicht anschwenken, damit die Flamme übergreift und ja. Fein. So schaut's gut aus. Herrlich. Der Alkohol ist jetzt komplett weg. Und jetzt wird das Ganze noch lecker angerichtet. Sieht doch lecker aus. Super. Ja. Und die kleine Portion für mich. Super. Oh, da habe ich jetzt Lust auf. Super. Schäpsi sind mit Vanille. Herzlichen Dank. Ja, super. Lecker.